vorne muss das Lager sein. Okay, alles klar. Warte, nur eine Sekunde. Drei Monate ohne Fund. Ja, Moment mal, aber wir haben doch... Commander! Das muss Lazarevich sein. Dieser Mann hat Artefakte an Standort 5 gestohlen. Dafür hast du mich betrogen. Nein, Zoran, ich kann's erklären. Nein, das ist nicht nötig. Ich bin umgeben von Betrügern und Idioten! Sollen wir ihm den Tag mal richtig versauen? Okay. Wird bald! Sucht alles ab! Na los! Okay, auf geht's! Jetzt bist du dran. Ich deck dich von hier. So ein Trottel hat ja ein Scharfschützengewehr vergessen. Vorsicht, Nate. Sieht aus, als hätten sie ein paar Wachen zurückgelassen. Okay, Kleiner. Showtime. Der zahlt nicht genug für diesen Mist. Klappe, okay? Dein Gejammer nervt. Also dieser Lazarevich fackelt nicht lang, Sally. Das müsstest du echt sehen. Er hat Aufzeichnungen zu jeder Expedition nach Shambhala. Bis ins 17. Jahrhundert. Und Marco Polos Tagebücher. Die sind hier. Aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Ja. Ein würdiger Pilger bekommt den goldenen Schlüssel, um damit den Weg nach Shambhala zu meistern. Hm. Und was soll das heißen? Keine Ahnung. Wart mal, hier ist was. Mit schwerem Herzen überließ ich meine Mitstreiter ihrem Schicksal, das uns die grausame Fracht auferlegte. Die Fracht aus Shambhala. Sie hielten den Tsunami wohl für eine gerechte Strafe Gottes. Wart mal kurz. Mist. Sully, der Chintamani-Stein ist nicht hier. Was? Hör dir das an. Eher hätte ich Kublai Khans Zorn ertragen, als den Chintamani-Stein aus dem Heiligen Schrein zu entfernen. Marco Polo hatte den Stein gar nicht. Und was war dann die grausame Frage? Ich weiß nicht. Wenn der Stein nicht hier ist, wonach sucht Lazarevich dann? Shambhala. Hier in Borneo. Da ist er aber weit ab vom Schuss, oder? Er versucht bestimmt, Marco Polos Route zurückzuverfolgen. Und zwar nach Shambhala. Warum? Weil der Stein noch da ist. Chloe, kannst du reden? Moment. Ja, ich bin da. Haben Sie bei all den Ausgrabungen Leichen oder irgendwelche Überreste gefunden? Also, wenn du mich so fragst, nein. Warum? Über 600 Leute erlitten Schiffbruch und nicht eine Leiche? Da stimmt doch was nicht. Wo sind sie alle hin? Wohin flieht man bei einem Tsunami? Auf einen Berg. Bingo. Vielleicht finden wir Marco Polos Leute auf diesem Berg. Chloe, kannst du zu uns kommen? Bin schon auf dem Weg. Gut. Oh, Nate, du musst da raus. Noch eine Minute, Sully. Du hast aber keine. Sie sind tot. Oh, Mist. Sucht alles ab. Bleib unten, ich gebe dir Deckung. Anna? Ihr da. Wie praktisch. Ausschwärmen.
halt nicht. So passiert sowas eigentlich immer mir. Mist! Sie kommt von der Seite! Ich mach dich alle! Such das Gewicht! Wie wär's da? Mist! Hilf mir! Okay, Sally. Hier entlang. Sally, sieh dir die Steine an. Ah, jetzt läuft die Sache. Seht euch das mal an. Oh ja. Hey. Hallo. Was haben wir denn da? Mit etwas Glück ruhen hier Marco Polos Männer. Sollen wir reingehen? Oh, dieser Ort muss tausende Jahre alt sein. Mindestens. Hier runter. Wow, wir haben einen Volltreffer gelandet. Oh, das müssen Jahrhunderte Leichen sein. Schau dir die Zähne an. Alle schwarz. Verdammt, die sind alle sau. Sie haben hier wohl Zuflucht vor dem Tsunami gesucht. Ah!
Hey, ich glaube, ich habe was gefunden. Hier. Was? Als sie gestrandet sind, müssen sie alles hierher gebracht haben. Wieder hart. Das habe ich schon mal gesehen. Sally, ich brauche Licht. Oh. Oh. Warte mal. Das ist Blut. Es ist überall. Hier gab es ein Massaker. Okay. Finden wir heraus, wo diese Blutspur hinführt. Sie endet an dieser Wand. Ja, seltsam. Da bewegt sich was. Sally, hilf mir. Na, dann drücken wir. Ich hab mir wehgetan. Die Spur führt hier rein. Oh Mann, noch mehr Leichen. Wie schrecklich. Sag mal, spinne ich? Oder haben die sich gegenseitig umgebracht? Ach, was nicht. Lass die Schauergeschichten. Oh. Seht doch nur. Was haben wir denn hier? Vorsicht. Allmächtiger! War nur Spaß! Nate, deinetwegen kriege ich noch einen Herzinfarkt. Oh. Mann, was ist das denn für ein Ding? Ist das so eine Art Waffe? Nein, nein, das ist ein Purba. Ein Ritualobjekt aus Tibet. Damit meistert man Hindernisse. Hä? Du weißt schon, spirituelle. Aha. Moment mal. Ist das das, was Marco Polo erwähnt hat? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. In seinem Tagebuch schreibt er, dass der würdige Pilger einen goldenen Schlüssel erhält, um alle Hindernisse zu meistern auf dem Weg nach Shambhala. Na und, ist er das? Gut, das ist ja sehr interessant, aber wofür ist das ein Schlüssel? Vielleicht kann uns diese Karte ja helfen. Zeig doch mal her. Zwischen Großindien und der Provinz Tibet liegt ein Feld prunkvoll erbauter Tempel. Hunderte vergoldeter Türme, soweit das Auge reicht. Moment, das kenne ich. Das ist in Nepal. Ja, allerdings ist es kein Tempelfeld mehr. Es ist eine ganze Stadt. Tja, das macht es etwas schwieriger. Moment, da ist noch mehr. Unter all diesen Tempeln birgt nur der eine, den geheimen Weg nach Shambhala. Und dieser Weg öffnet sich nur dem Pilger, der den goldenen Schlüssel mit sich führt. Okay, gute Arbeit, Kleiner. Also, worauf warten wir? Verschwinden wir hier. Okay, bis dann. Auf geht's. Ich sorge dafür, dass die Luft rein ist. Hilf mir mal, Nate! Oh, verdammt nochmal. Komm! Harry! Hier drin! Los, sie nicht! Es ist Drake! Was zur Hölle? Los, Hände hoch! Hast ja echt Glück, Mann. Sei still, Sally. War ja klar, dass du kommst.
Und du? Victor, verdammt, Sullivan! Ziehst du immer noch den alten Knacker mit durch? Ruhig, Nate. Ziemlich frech für einen Kerl, der die letzten 3 Monate im Knast gesessen hat. Besser als 3 Wochen ahnungslos durch den Dschungel zu irren. Ich hab die Schiffe gefunden. Ach, du brauchst sogar fremde Hilfe, um deinen Hintern zu finden. Und eine Karte. Sie kamen von da unten. Wow. Harry, schau doch mal. Apropos Karte. Zwischen Indien und Tibet birgt ein Tempel den geheimen Weg nach Shambhala. Mann, Flynn, das dauert ja ewig. Ach komm, sei kein Spielverderber. Bring sie zu Lazarevic. Du wirst wohl besser im Knast geblieben. Los! Na los, Bewegung! Mist! Alles okay? Ja, so sieht's eben glaubwürdiger aus. Ich verschaff dir jetzt ein bisschen Zeit. Na, Chloe, du musst mit uns kommen. Wir sehen uns in Nepal. Los, lauft. Auf geht's. Ich mag sie. Ja, genau dein Typ. Verdammt, sie haben uns entdeckt. Los, auf! Ich. Vorsicht! Was? Was? Danke für die Warnung! Komm hier hoch! Los jetzt! Lauf! Carla! Oh Mist! Was machen wir jetzt? Wir springen! Oh, Moment mal, Sundance! Bist du noch ganz sauber? Wir brechen uns den Hals! Ja, wenn sie uns kriegen, bricht ihn Lazarevic für uns. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ach was, fang ich schon wieder damit an? Ich hab nicht so viel Glück wie du. Typen wie ich sollten einfach wissen, wann Schluss ist. Sully, wir kommen hier schon raus, okay? Wie immer. Ja, du triffst deine Süße in Nepal. Ich leg mich an den Strand. Jetzt komm. Hey, erzähl mir alles, wenn du zurück bist. Da sind sie! Oh, Mist. Wollen wir? Nach dir, Butch. Wir sehen uns in der Hölle. Mist! Na, du hattest recht, Lazarevic ist uns einen Schritt voraus. Die Guerillas haben ihm geholfen. Die Stadt steht schon seit Jahren kurz vor den Bürgern. Er musste nur ein bisschen Öl ins Feuer gießen. Wie nett! Und in dem Chaos kann er gemütlich die Stadt zerstören, um den richtigen Kämpfen zu finden. Nate? Hallo? Ja, bin noch da. Hast du es dir etwa anders überlegt? Wer ich? Niemals. Gut, denn ich will es diesem Schwein zeigen. Hast du eine Karte? Ja. Wir treffen uns am alten Markt. Da ist es etwas ruhiger. Okay, alles klar. Ich habe hier Besuch. Na toll. Kannst du sie abhängen? Ich glaube, dafür ist es jetzt zu spät. Nate, alles in Ordnung? Ging schon besser.